Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Bauingenieurwissen. Hier seht ihr die grundlegenden Informationen über alles, was das Bauen betrifft, erfahren und euch einfach verständlich Wissen vermittelt werden. Nachdem wir nun den Bereich Beton verlassen, gehen wir zu dem über, was den Beton und andere Konstruktionen zusammenhält. Ich begrüße euch zu der neuen Reihe der anorganischen Bindemittel. In dem heutigen Video soll es erst einmal einen Überblick über alles geben, bevor wir in jedes Detail gehen. Um uns den kurzen Überblick zu verschaffen, sprechen wir über die nicht-hydraulischen und hydraulischen Bindemittel, Puzzolane und die latent-hydraulischen Bindemittel. Die anorganischen Bindemittel bilden neben den Gesteinen, den keramischen Werkstoffen und den Gläsern die vierte wichtige Gruppe der anorganischen nichtmetallischen Werkstoffe. Sie dienen der Bindung körniger Materialien, wie beispielsweise von Gesteinskörnungen, für die Herstellung von Beton, Estrichen, Putz- und Mauermitteln oder faserigen Materialien, wie zum Beispiel Holzwolle und Holzfasern, Kunststofffasern oder Metallfasern, die für die Herstellung von plattenartigen Bauteilen und vielem mehr verwendet werden. Daneben finden Sie ohne oder mit geringem Anteil an Füllstoffen und Zusätzen Verwendung als Kleber, Spachtel und Ausgleichsmassen. Bei der Berührung mit Wasser oder wässrigen Lösungen bilden Sie einen Bindemittelleim, der durch chemische Reaktionen, Lösungs- und Kristallisationsprozesse und Vorgänge an Grenzflächen in Abhängigkeit von der Zeit und der Temperatur sich verfestigt. Der nach Wasserzugabe mit der Zeit erfolgende Übergang vom breiig-plastischen Zustand zu einem Zustand geringerer Festigkeit wird als Erstarren und die weitere Verfestigung bis zur Endfestigkeit als Erhärten bezeichnet. Je nach Erhärtungsmechanismus und Beständigkeit wird in unterschiedliche Bindemittel unterschieden. Die erste Gruppe ist die der nicht-hydraulischen Bindemittel. Diese erhärten nur an der Luft. Trotzdem sind diese selbst im erhärteten Zustand wieder wasserlöslich. Heißt, die einst erreichte Festigkeit kann durch Wasser wieder verringert werden. Somit müssen diese dringend vor Wasserzufuhr geschützt werden, mit unterschiedlichsten Methoden, besonders da diese auch noch hygroskopisch, also wasseranziehend sind. Anwendung finden diese sehr häufig im Gebäudeausbau bei Gipswänden oder bei Magnesia-Fußbodenestrichen oder bei Mörteln, die aus Luftkalk bestehen. Die zweite Gruppe ist die der hydraulischen Bindemittel. Diese erhärten ebenfalls an der Luft, aber auch unter Wasser. Demzufolge sind diese nach ihrer erhärteten Struktur auch noch wasserbeständig und verlieren nicht ihre Festigkeit. Wäre ja auch denkbar ungünstig bei Beton. Zu der Gruppe gehören hydraulische Kalke, Zemente, die dem Beton ihre bindende Matrix geben, sowie bei Putz- und Mauerbindern. Eine weitere Gruppe der anorganischen Bindemittel sind die Puzzolane. Puzzolane sind natürliche oder künstliche Stoffe, die mit Kalkhydrat und Wasser reagieren können. Da diese auch eine gewisse Festigkeit erreichen, können diese teilweise Zement in der Betonzusammensetzung ersetzen. Da diese meist Abfallprodukte aus anderen Industriezweigen sind, können Puzzolane häufig als wirtschaftlicher Füller genutzt werden. Beispiele dafür sind Ziegelmehl, was aus zerkleinerten Ziegelsteinen entstand, oder Flugaschen aus Rückständen von Verbrennungen von Wärmekraftwerken oder Müllverbrennungsanlagen, oder Trass, der aus Silizium- und Aluminiumverbindungen besteht. Die letzte Gruppe der anorganischen Bindemittel sind die latent-hydraulischen Stoffe. Diese Stoffe haben die Möglichkeit, wie ein hydraulisches Bindemittel zu reagieren. Latent heißt ja so viel wie unterschwellig, weshalb diese Stoffe einen Anreger für die hydraulische Reaktion benötigen. Beispiele sind hierfür wieder Abfallprodukte aus der Verhüttung, nämlich die Hochofenschlacke und der Hüttensand. Wer die Videos zur Herstellung von Metallen gesehen hat, weiß, dass diese bei dem Prozess der Herstellung übrig bleiben. Ich finde es schon immer wieder interessant, wie Wissenschaftler oder Forscher oder irgendjemand anderes auf die Idee gekommen sein muss, ob bewusst oder unbewusst, möchte ich im Raum stehen lassen, die Schlacken aus der Verhüttung zu mahlen oder die Ascherückstände aus der Müllverbrennung zu zerkleinern und diese in den Beton gemixt hat und dann damit auch noch erfolgreich war. In den nächsten Videos gehen wir dann detaillierter in die einzelnen Bindemittelgruppen ein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet erst einmal einen groben Überblick über die anorganischen Bindemittel erhalten. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, lasst es mich gerne wissen und schreibt diese gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.